Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute seht ihr mal nicht mein Gesicht vor der Kamera, sondern vom Kumpel von mir, der ist Dominik. Hallo. Und der will euch heute einfach mal seinen Satella zeigen. Er ist ziemlich erfolgreich damit in letzter Zeit, spielt es auch ein bisschen kreativ und ich dachte mir einfach mal, kauft ihr euch das ein bisschen an, weil auf meinem Kanal gibt es ja eh nicht so die Mainstream-Decks und so zu sehen. Also dann Dominik, dann sag doch einfach mal erstmal, wie sieht's mit dem Deck so aus, wenn du auf Locals spielst, wie gehst du da dann in der Regel? So, hallo erstmal, ich bin der Dominik. Ich freue mich, auf Alex' Channel zu sein. Alex ist ein sehr guter Freund von mir. Wie gehe ich auf den Locust? Ich gehe meistens immer zu Null. Natürlich, klar, wenn ich mal bricke oder eventuell einfach mal es nicht perfekt läuft, dann gehe ich eventuell mal zu 1, aber in der Regel gehe ich eigentlich auf Locals immer zu Null und gehe damit Erster. Ja, also läuft in letzter Zeit ziemlich, ziemlich gut. Also rein prinzipiell ist Bricken bei dir eine Option, aber erzähl doch mal, so von 100 Spielen, wie oft passiert das da in der Regel? Ich denke mal, in der Regel brick ich von 100 Spielen vielleicht 3, würde ich mal schätzen, so die goldenen 3. Ja, öfter passiert es im Moment nicht. Durch die ganzen Drawkarten brickt im Moment sehr, sehr wenig. Ja, du hast mir auch schon erzählt, Konstanz war für dich so das A und O, so um Turniere zu gewinnen und so. Siehst du Konstanz als wichtigste Sache überhaupt an? Dann zeig doch erstmal ein bisschen was von deinem Deck. Zeig mir doch erstmal die Monster und erzähl, was du so überhaupt spielst. Okay, dann fangen wir an. Also das erste spiele ich ganz standardmäßig. 3 Deneb, Sucher des Decks, Pflicht für Konstanz, muss einfach sein. Dann spiele ich danach 3 Altair. Altair, Special Deneb zurück, Trivair-Loop, muss auf 3. 3 Unukalai, seit Roter auf 1 ist, musst du den auf 3 spielen, ganz wichtig. Du musst so schnell es geht Deneb in den Grave legen oder den Satella, den du in dem Moment brauchst. Und wie bereits erwähnt, Konstanz ist alles. Und 2 Vega. Viele spielen nur einen mit der Demise Engine. Ich spiele 2 immer noch, weil ich der Meinung bin, Vega für Turns, ganz wichtig. So, kleine Unterbrechung, der Speicher war voll, es muss ein bisschen was geleert werden. Weiter geht's, also wir waren bei Vega stehen geblieben. Alles klar. Ich spiele 2 Vega für Turns. Manche spielen mit der Demise Engine jetzt nur ein. Ich bin der Meinung, man braucht 2, besonders wenn du auf Vega ein Chaos Triple kassierst, dann leidest du ganz schön und das wollen wir ja nicht. So, ich spiele 11 Monster. Du willst nicht viele Monster spielen, weil du mit Demise willst du nicht so viele Monster abschmeißen. Jetzt komme ich zu den Spells. Wie gesagt, wie Alex bereits erwähnte, Konstanz im Moment alles, 3 Topf. Topf lässt sich in Demise reinziehen, Topf gibt dir Call, Topf gibt dir alles, was du brauchst. Top-Karte. Dann beste Karte im Moment, aber auch ein bisschen unfair. 3x Demise. Immer plus 2, wenn du es richtig machst. Du kannst die Satellas im Grave discarden, ziehst in deine Traps rein, machst plus, top. Weitere Konstanz, 1 Upstart, ganz standardmäßig 1 Roter. Und ich spiele nur 1 MST. MST war immer die Karte, die mich hat bricken lassen in letzter Zeit und ich versuche immer so konstant wie möglich zu sein und der eine MST kommt nie tot, der kommt immer gut. Du kannst Floodgate schießen, Domäne, irgendeine Pedalzone, einen Duft, was auch immer du willst. Top-Karte. Jetzt kommt das riesen Trap-Line-Up, 20 Stück. Ich spiele Satella, das ist einfach Pflicht. So, fangen wir an, ganz standardmäßig. Super Karte, 3x Alpha. Egal welches Meta jemals kommen wird für uns, Alpha wird nie tot gehen. Du kannst damit immer negieren, kannst eine Karte ziehen. Top. Weiter geht's, 3 Call. Ich spiele Satella, das ist Pflicht. Du musst deine Satellas vom Grave Endphase zurückholen, um Plus zu machen. Um noch mehr Calls, 2 Oasen. Dann 2x den magischen Abfluss. Im Moment in dem Meta mega gut. Negier Pantheismus, negier eine Pendelscale, negier Twin Twister, weil Twin Twister für das Deck total Aids ist. 2x Strike. Denke ich selbsterklärend. 2 Storming Mirror Force. Ich spiele 2 Anti. Aber im Satella ist es so, die Ertränkende ist nicht gut, die ins Deck mischt. Die ist besser, weil du hast immer Boardpräsenz und willst einfach nur deinen Trivair auf dem Feld lassen und damit einen gegnerischen Angriff zu blocken und ihm wieder alles ins Extra-Deck oder auf die Hand zu schicken. Das reicht aus. 2 Phoenix Chain war im letzten Meter nicht so gut, ist wieder gut geworden, weil Trivair-Loop und Idea, teuflische Kette, ihr wisst Bescheid. Jetzt One-Offs, eine Chaos-Trap-Hole, top gerade im Meter, standardmäßig eine Warning, eine BTH und mit was keiner rechnet, ein TT. Das Main Deck ist ja schon mal ziemlich stark. Dazu habe ich direkt erstmal 2 Fragen. Nummer 1, hast du keine Angst, wenn du 2x Oase der Drachen sehen oder überhaupt auch nur einmal spielst, hast du da keine Angst, eine Rivalität zu kassieren, weil dein Monster ja zu Wurm wird? Gute Frage. Lässt sich für mich beantworten. Es ist so, wenn ich gegen Anti spiele und ich weiß, die spielen Rivalität und natürlich wird ein guter Spieler mir auf Oase eine Rivalität geben, weil Altair wird Würmtyp. Das heißt, Altair stirbt instant. Es ist für mich nicht so schlimm, weil ich immer noch den Search von Deneb kriege und dann immer individuell gucken kann, okay gut, mein Altair stirbt, dann suche ich mir wieder den nächsten Altair.
oder ich kann der Rivalität MST'n und Alter, ihr kommt durch. Von daher, natürlich ist es nicht besonders toll, aber ich kann ja immer noch gegen so eine Decks zwei MST reinboarden. Von daher ist es in Ordnung und ich kann damit umgehen. Alles klar. Und die zweite Frage, warum spielst du selbst eigentlich keine Rivalität Main? Ist dir zu wichtig, auch andere Extra-Deck-Möglichkeiten zu haben oder ist es einfach nur kein Platz? Meine drei Rivalitäten sind im Sideboard. Also ich gebe definitiv dir recht, das ist eine ganz tolle Karte im Moment gegen das Meta und besonders gegen das Top-Meta megamäßig, deswegen spiele ich sie auch dreimal im Board. Ich habe mich nach langem Überlegen dafür entschieden, sie nicht dreimal Main zu spielen, weil sie gegen Anti-Decks und generell gegen Themen-Gags komplett tot sind und es sind drei tote Karten in meinem Main-Deck und das kann ich für Konstanz nicht gebrauchen. Und ich boarde sie lieber individuell zwei bis dreimal, anstatt sie gleich Start im Main zu haben, ohne zu wissen, was mein Gegner spielt. Alles klar, dann zack und setz doch mal dein Extra-Deck. Ich spiele dreimal den Triver. Aus dem Grund, PK Fire. Gegen dieses Deck dauert ein Duell schon mal gerne eine halbe Stunde bei mir. Und wenn ich den dritten Triver nicht haben kann, dann habe ich verloren. Dann spiele ich ein Delteros, ganz standardmäßig, um was zu schießen. Ein Diamond, leg den Mainphase 2 gegen BA, Game 2 hin und du hast gewonnen. Das sind die Satellas. Tsukuyomi, beste Extra-Deck-Karte. Castle, Abyss-Dweller. Dark Rebellion, spielen wieder ein bisschen mehr Leute, ich jetzt wieder auch. Ist top, weil das Meta geht immer hin zu großen Beatern, also brauchst du sowas. Eine 101 Arc, eine Rafflesia, ein Excalibur, der ist eigentlich nur für Red Raptor, den Tower da, damit ich ihn out habe. 86 Baba, der heißt bei mir 86 Baba, wie Alex schon weiß. Wenn der mit 5 Materialien kommt, dann ist Game. Ein Emerald für Recycled. Ich korrigiere Big Baba, Big Baba. Ein Emerald für Ressourcen und ein Cowboy für Game. Ja. Und jetzt noch das Side-Deck. Zeig mal, was du so gegen alle möglichen Gegner so parat hast, worauf die sich gefasst machen müssen. Das mache ich. Als erstes drei Duft. Natürlich, wie jeder von euch, ganz standardmäßig für Pendel, aber auch individuell gegen andere Decks boardbar. Also Top-Boardkarte für Satella, ich denke Pflicht. Da ist sie. Dreimal die Rivalität. Gegen Top-Meter einfach im Moment ist broke. Dann spiele ich drei Iron Wall. Viele denken immer nur, Iron Wall ist gegen Cosmo gut. Wenn ihr mal über nachdenkt, ist Iron Wall auch mega gut gegen Xyz Monarch oder generell gegen Monarch. Wenn ihr die Rivalry hinlegen könnt und die Iron Wall, dann habt ihr gewonnen. So, des Weiteren für Anti. Ich habe mir überlegt, was kann ich da spielen. Clean natürlich System Down, aber ich bin der Meinung, 2 Full House ist im Moment ziemlich gut. Dann spiele ich meine Lieblingskarte in den Fallen. Einen dritten Magic Drain im Side. Top diese Karte, wenn du Anti die meisten negieren kannst. Dann ist super. Meine anderen beiden MSTs im Board, weil ich genau weiß, Game 2 wird er mir die Kree boarden oder irgendeine Floodgate-Karte, die mich zerstören wird. Und da muss ich auf jeden Fall die Floodgate schießen, ganz, ganz wichtig. Und 15. Karte für Game 2, Raigiki. Nicht schlecht. Hast du abschließend doch irgendwas für alle dieser Teller jetzt im momentanen und im zukünftigen Meta spielen wollen, noch irgendwelche Tipps auf Lager? Also meine Tipps als Satella-Spieler für alle anderen, spielt auf jeden Fall Satella, super Deck. Meine Tipps sind, schaut drauf, dass ihr so konstant wie möglich seid. Konstanz ist in diesem Deck alles. Schaut nicht drauf, dass ihr ein speedorientiertes Deck baut, weil dann seid ihr max sehr anfällig, das ist nicht gut. Schaut einfach, dass ihr so konstant wie möglich seid. Viele Draw-Karten, viele Surge-Power, immer Advantage haben, immer Plus gehen, Endphase-Call. Trainiert viel, übt viel, schaut euch das Meta an. Studiert viele Videos und wenn man Satella gut spielt, dann kann man auf jeden Fall gegen das Top-Meter mithalten. Alles klar. Zeig am Ende noch meinen Token. Okay, er hat noch hier einen ganz speziellen Token für euch gemacht. Der ist ziemlich cool, den muss er euch unbedingt zeigen, also wartet mal kurz. Ich mache mal erstmal hier ein bisschen noch die Abmoderation. Also vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und vielen Dank, dass du Zeit für mich hattest, Dominik. Sehr gerne, Alex, für dich immer, mein Junge. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch diesen wunderschönen Token. Das war's von mir und bis zum nächsten Mal. Ciao.